Apropos Fahrrad, und darauf will ich jetzt zu sprechen kommen, weil ich das so ultra krass fand. Sprich über dein Fahrrad. Was ist das für ein besonderes Teil? Wir blenden jetzt mal so ein Bild ein, und ich sag meinem Vater auch, weil ich nenne ihn schon Lance. Mein Vater ist Lance. Wusstest du das? Ich nenne ihn nicht mehr, ich nenne nicht mehr Erwin. Seitdem ich Fußball gespielt habe, früher hieß er nur noch Lance. Er wird den Podcast auf jeden Fall feiern. Ich blende jetzt mal ein Bild jetzt hier ein. Ich hoffe, ich finde die Stelle nachher. Was ist das für ein abgefahrenes Ding? Weil du kannst jetzt nicht einfach mit irgendeinem x-beliebigen Fahrrad da die ganze Ich Tour habe es fahren. mir speziell Genau. anfertigen lassen von Patria. Das ist eine kleine Manufaktur bei uns in Detmold in der Nähe von Bielefeld. Die bauen Fahrräder schon seit 100 Jahren speziell für sowas. Speziell für Fahrräder, die wirklich Lasten tragen. Und ich bin Okay. damals zu einem, der heißt Ratzfatz, ist ein kleiner Fahrradhändler, der halt steht mit Patria in Kontakt. Und da habe ich gesagt: Du, hör mal zu. Ich brauche ein Fahrrad, ich möchte um die Welt reisen. Und das soll schon ein bisschen was aushalten können. Ich muss Gepäcktaschen vorne haben, ich brauche Gepäcktaschen hinten, das muss alles verstärkt werden. Die Speichen müssen verstärkt werden, weil ich möchte nicht nach 2000 Kilometern Speichenbruch erleiden und mich da 2 Tage mit Speichen flicken und irgendwas anderen Sachen. Sagt er, okay, besprechen wir alles. Haben wir 8 Wochen gewartet, da hatte Patria dann das Fahrrad im Rohmodell fertig. Geil. Dann habe ich es Probe gefahren, das fühlte sich gut an und dann haben wir die komplette Entscheidung getroffen, was wir halt eben an Equipment noch dazu nehmen müssen. Weil ich gesagt habe, das Fahrrad wird auch komplett auseinandergebaut, wird ins Flugzeug gepackt, das muss Druckausgleich. Da haben wir dann mit Rohlauf hier in Kassel Ah. gesprochen, dass die mir eine Schaltung fertig machen, statt 7 Gänge 14 Gänge mit einer leichten Ölunterstützung. Zum Beispiel, dass ich den Lenker einklappen kann für die Reise, dass ich meine Pedalen zusammenklappen kann und so, dass das alles leicht zusammenstaubar ist, um wenig Platz wegzunehmen. Und dass ich halt nicht viel Geschraube habe, weil es gibt halt Fahrräder, da musste jede einzelne Schraube und Mutter alles selber abschrauben, um an irgendeinen Teil zu kommen. Bei mir war alles mit Schnellverschlüssen gemacht. So, ich konnte meinen Lenker Schnellverschluss hochklappen, zur Seite drehen, ich konnte meinen Pedalen Schnellverschluss hochklappen, ich konnte meine Reifen Schnellverschluss rausnehmen und das war einfach alles schon so geplant und so besprochen, dass wir gesagt haben, okay, wenn ich dieses und dieses Abenteuer machen will, und dieses Equipment mitnehmen muss, zum Beispiel ein Zelt, Schlafsack, Luftmatratzen, Campingkocher, alles wiegt ja irgendwo Gewicht. Wenn du das auf ein normales Alurad gepackt hättest, sagte der Typ, dann fährst du 300 Kilometer, dann bricht dir der Rahmen. Nach 200 Kilometer werden dir die Speichen gebrochen und vielleicht nach 100 Kilometer wäre dir die Kette geplatzt. Weil es einfach zu viel Gewicht war und noch dein eigenes Körpergewicht, was dann halt die Lasten tragen hätte müssen. Und so haben wir dann beschlossen, das machen wir komplett aus Eisen. Den ganzen Rahmen, die Speichen, alles doppelt verstärkt, dass nichts brechen kann unter den Gewichten. Und mir ist auf dieser Reise nicht ein Equipmentfehler, also nichts ist kaputt gegangen. Nicht Ich mal der Reifen. hatte mit Granulat, wollte ich gerade dazu kommen, ich hatte sogar extra spezielle Reifen mir anfertigen lassen, die mit einem Plastikgranulat gefüllt waren, wenn ich mal Alter. in eine Scherbe gefahren bin oder in einen Nagel, dass mir der Ja. Schlauch nicht aufplatzt und die Luft, sondern das Granulat hat dann sozusagen den kleinen Loch wieder verschlossen. Und es ist nie Luft entwichen. Also ich hätte auch über keine Ahnung was fahren können. Es wäre nur kritisch gewesen, wenn der Schlauch in Länge geplatzt wäre. Also in der Länge geplatzt wäre. Nicht in der Breite, sondern in der Ach so, Länge. okay. Also im Ganzen. Dann wäre das Granulat rausgeflossen und dann hätte ich mir einen neuen Reifen Die anschaffen Reifen müssen. waren komplett mit Granulat Ja, gefüllt. die waren mit einer Granulatschicht. Da wurde ein bisschen Luft reingepumpt und dann wurde in den Schlauch, wo die Luft ist, das Granulat reingepustet. Das Okay. ist so ein ganz feiner Staub, so ganz feine Kügelchen und die wurden bis auf 4,5 bar hochgepustet und dann wurde das verschlossen, das Ventil, dass die Luft, die da drin war, das halt nicht irgendwie rausdrücken konnte und so war der Reifen dann bis zu 100.000 Kilometer, wurde gesagt, wenn da das Ventil jetzt aufplatzt und das Granulat rausgepustet wird, dann brauchst du mich nur anrufen und ich schicke dir Ersatz, aber so Ah. bis 100.000 Kilometer. Sollte da kein Ventil platzen und dieses Granulat sollte nicht aus dem Reifen rauskommen. Außer du gehst mit dem Messer so rein und Und ziehst schneidest es es auf, komplett ja. raus. Dann geht's raus. Ist dir denn irgendwas passiert auf der Fahrt? Also ist irgendwas kaputt gegangen Nein, irgendwie? nee, Alles komplett kaputt easy. gegangen ist nichts. Ich bin einmal gestürzt, das war in Augsburg, da hat es geregnet und da habe ich die U-Bahn-Schienen nicht richtig, Ah, bin okay. ich halt zu leicht auf die andere Spur und bin dann in die U-Bahn-Schiene und dann ist mein Vorderreifen weggerutscht. Aber ist auch nichts passiert, weil das Fahrrad auf den Taschen gelandet ist und da ist nichts zerkratzt. Und sonst ist mir gar nichts passiert. Wenn Ich hatte irgendwas kein.
passiert wäre, also so in Albanien oder was auch immer, wo hättest du dann eine Werkstatt gehabt, wo du hingehen könntest? Ja, oder? Ich hätte immer bei dem Verkäufer anrufen können, der mir das Fahrrad verkauft hat, und der hat mir gesagt, egal wo ich bin, ich brauche bei ihm anzurufen, und der guckt, dass ich da und da dann in diese Werkstatt fahren kann, dass da und da diese Teile dann vorhanden sind. Zum Beispiel Verschleißteile, Bremsklötze müsste ich oft das wechseln, weil Bremsklötze, bei 6000 Kilometer musste ich 8-mal meine Klötze wechseln. Also jede 400 Kilometer musste ich einmal meine Klötze hinten und vorne wechseln, weil durch das Extragewicht, was ich auf dem Fahrrad habe, es einfach zu schnell verschlissen. Dann habe ich bei ihm angerufen, habe gesagt, du, hör mal zu, ich bin gerade da und da. Wo ist der nächste Fahrradladen, wo ich diese Teile herkriege? Dann hat er mich eine Stunde oder einen Tag später angerufen, hat gesagt, du, in der und der Stadt, wo du gerade bist, die und die Adresse, da kannst du hinfahren. Ich habe da angerufen, die haben die Bremsklötze und die haben das, was du brauchst. Cool. Dann bin ich da hingefahren, habe gesagt, hier hat der und der angerufen. Ja, der hat hier uns eine E-Mail geschrieben. Wir haben dir die Bremsklötze hier schon mal bereitgelegt. Möchtest du, dass wir dir das auch montieren? Ist gleich mit im Service drin. Er hat uns alles informiert. Und das war mit jeder Sache, ob es dann auch, wenn es dann auch beim Fahrrad gewesen wäre, irgendwas zum Beispiel die Rohlaufschaltung oder so, einfach nur bei ihm anrufen. Und der hat sich um alles gekümmert. Der hat mir dann gesagt, okay, wenn irgendwas Wichtiges ist, dann rufst du bei uns an und wir kümmern uns darum. Und wenn dein Fahrrad komplett im Arsch ist, dann rufst du bei uns an und wir schicken ein neues sozusagen. Krass. Und das hat der dann auch für mich gemacht. Ich habe ihn ein paar Mal angerufen, habe gesagt, du, ich habe hier und hier eine Fahrradwerkstatt, die kriegen das hier nicht so hin, wie ich das gerne möchte. Guck mal bitte, wo ist die Fahrradwerkstatt, die das für mich besser machen könnte. Sagt er, jo, ich rufe dich in einer Stunde an, hat mich in einer Stunde angerufen, da war ich gerade in Sarajevo. Ja, Martin, da und da die Adresse, fährst du hin, ich habe mit den Leuten gesprochen, die haben alles schon da, was du brauchst, das wird auch da direkt vor Ort für dich gemacht, kannst du direkt weiterfahren. Ne? Krass, dass es so ein Netzwerk aber gibt, so als Sicherheit, das ist echt schon ganz gut. Ne? Ja. Wie viel hat das gekostet, das ganze Ding dann? Das ganze Fahrrad mit drum und dran, ja. Nur das reine Fahrrad, 3.300 Euro. Und was ist Fahrrad, drum und dran? Nur das Fahrrad, ohne Taschen, ohne irgendwelche extra Satteln und sowas und ohne halt... Noch alles drumherum habe ich nochmal die gleiche Summe ausgegeben fürs Equipment. Krass. So 6.000 bis 7.000 Euro habe ich nur fürs Equipment ausgegeben, weil ich brauchte ja vernünftige Regenjacke. Ich war in ein paar Läden, habe Regenjacken anprobiert, habe mir auch viel im Internet durchgelesen, was gut ist. Weil viele sagen, ja, mit atmungsaktivem Stoff ist besser. Nein, eine Regenjacke muss dicht bleiben. Und du musst darunter schwitzen halt, weil die so luftdicht ist so. Und die muss ja wirklich Wasser abperren. Habe ich viele Sachen mir angeguckt, vieles ausprobiert, wo ich dann endlich ein Kombi gefunden habe, die auch in meiner Größe war und die komplett wasserdicht wirklich war und nicht nur atmungsaktiv. Weil wenn ich irgendwas Atmungsaktives bei leichten Schauer, dann hatte ich eine Jacke, so eine atmungsaktive Jacke. Aber wenn es richtig doll gegallert hat und richtig aus Eimern kam, dann brauchte ich einen kompletten Regensanzug. Mhm. Und den habe ich mir dann auch organisiert. Genauso wie alle Sachen für die Reise, wo ich dann gesagt habe, boah, du brauchst das und das und du brauchst das und das. Was brauchtest du alles? Ja, beim Anfang war es ganz schön viel, 120 Kilo Gepäck und am Ende... 120 Kilo Gepäck? Ja, mit Fahrrad und so allem drum und dran wog das 120 Kilo. Ah, okay, also das Fahrrad mit eingerechnet. Das Fahrrad mit eingerechnet waren es 120. Ja, man muss ja auch bewegen, ey, ja, den Berg hoch und so weiter. Ja, habe ich, die ersten Berge waren ja hier Kassel, ne? Das habe ich ja dann gemerkt, hoch zum Herkules da, das war dann schon echt hardcore. Aber man hat halt eben geguckt, was braucht man wirklich? Zwei Paar Boxershorts, drei Paar Socken, eine Wechselhose, zwei T-Shirts. Es ist nicht viel, ne? Und beim Anfang, oh, ich hatte Pullis mit, ich hatte die Schuhe mit, ich hatte die und die Socken mit, ich hatte lange Hose, kurze Hose, das. Ersten drei Tage, ja, du, ich schick dir mal ein Paket, da sind ein paar Sachen drin. Ja, was, ja, das und das brauche ich nicht, ist Extragewicht, brauche ich nicht. Ja, nächsten fünf Tage wieder. Ja, ich schick dir nochmal ein Paket, da sind nochmal ein paar Sachen drin. Einfach immer wieder Sachen zurückgeschickt, wo du dann gemerkt hast, so, jetzt, das ist zu viel Gewicht, das brauchst du nicht. Das liegt jetzt schon seit 5 Wochen bei dir in der Packtasche drin rum, das hast du nicht einmal benutzt, also kann's weg. Wenn du das nach den ersten 2 Wochen gemerkt hast, das ist nicht nötig, das brauchst du nicht, weg damit. Dann brauchst du es auch gar nicht mehr. Dann brauchst du es auch gar nicht mehr. Ja. So, das Einzige, was du brauchst, war halt eben eine EC-Karte, dass du halt hin und wieder was bezahlen kannst. Ein bisschen Waschmittel ist nicht schlecht, dass du halt mal die durchgeschwitzten T-Shirts oder so mal in irgendeinem Strandabschnitt mal kurz mit ein bisschen Seife einreiben kannst und ein bisschen von dem Salz, was du geschwitzt hast, ausspülen kannst. Kannst dich ja an den Strand legen, das trocknet innerhalb von 10 Minuten und so. Habe ich dann auch extra auf Klamotten geguckt, die dann schon ein bisschen sportlicher sind und leicht trocknen, dass ich da halt auch auf Gewicht achte und so. Weil es gibt auch Jacken, die wiegen 3 Kilo. Es gibt aber auch die gleiche Jacke, die wiegt nur 500 Gramm. Und das ist dann natürlich schon ein Unterschied, ob du 2,5 Kilo Extragewicht mitnimmst oder halt eben 80 Euro mehr investierst, aber nur 500 Gramm hast
und den gleichen Effekt hast. Ja, die 80 Euro machen sich nachher bemerkbar, wenn du nicht mehr so viel strampeln musst. Genau, alles. Das merkst du dann schon, wenn du dann das Gewicht dann Stück für Stück immer weniger wird und dann du dann zum Beispiel in Österreich bist. Da ist nicht Flachland, so wie hier in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es gar kein Flachland, da gibt es nur Berge. So, ja, wenn du diese ganzen Karren da hochstrampelst und du dann oben angekommen, du komplett verschwitzt bist, ja, dann weißt du ganz genau, okay, dies und diesen Scheiß brauchst du nicht. So, es reicht dir das und das, also schick das und das weg. Und dann Stück für Stück, dass du das Gewicht reduzierst, am Ende wog mein Fahrrad mit dem ganzen Krempel nur noch 70 Kilo. Wow, 50 Kilo 50 weniger. Kilo, 50 Kilo habe ich schon. Alter, was hast du denn alles weggeschmissen dann oder weggeschickt? Ja, ich hatte zum Beispiel einen Klappspaten und sowas mit. Klappspaten? Wie ist denn das denn? Ja, brauchst du, ne? Falls du mal irgendwo ein Scheißloch graben musst oder so, dann brauchst du ja einen Klappspaten. Habe ich mir mitgenommen. Habe ich einmal benutzt, aber habe ich ihn weggeschickt. Ich hatte so viele zusätzliche Klamotten und mein Kulturbeutel, der wog schon fast 10 Kilo mit den ganzen Tabletten und so und allen möglichen. Ich habe ja allen Scheiß ja auch schon für Asien mitgekauft gehabt. So, okay. Insektenschutz und sowas, ne? Und dann das spezielle Zelt und sowas. Habe ich alles nach Stück und Stück dann weggeschickt, wo ich dann gemerkt habe, okay, Asien fällt weg, weil du nicht rüberfliegen kannst wegen Corona. Ja, dann brauchst du das. Genau. Also ab in die Kiste, weg damit, ne? Wiedergewicht. Weg, ne? Irgendwann auch das Zelt. Wurde mir einfach zu schwer, mein Ein-Mann-Zelt. Habe ich mir ein leichteres gekauft. Ah, du hast unterwegs nochmal das Zelt getauscht. Ich habe unterwegs das Zelt getauscht, weil mir das einfach zu schwer und zu blöd war, dieses Zelt, was ich da hatte. Obwohl es halt eben sehr gut war, aber es war mir halt zu schwer, diese 3 Kilo. Und habe eins halt eben in Sofia, in der Hauptstadt Bulgariens, bin ich in so einen Survival-Shop gegangen. Da habe ich mir dann ein neues geholt. Okay. Das wog dann nur meins aktuelle, was ich hatte, das wog 2,6 Kilo. Und das, was ich jetzt gehabt habe, wiegt 1,3. Ja, das ist schon mal die Hälfte. Das ist schon mal die Hälfte an Gewicht, nur beim Zelt, die du da einsparen konntest. Und da habe ich dann auch und auf der Reise dann halt gemerkt, okay, du brauchst nicht 3 Paar Schuhe. Du brauchst nicht 1 Paar Schuhe zum Radfahren. Du brauchst nicht 1 Paar Schuhe für die Disco. Und du brauchst nicht 1 Paar reicht. Das habe ich heute an. Die habe ich mir in Sarajevo gekauft, in Bosnien. Und reichte. Die anderen Schuhe dann, ja, ab in die Tonne damit. Brauchst du nicht. Weg damit. 1 Paar hat gereicht und losgefahren bist du mit 4 oder 3 Paar. Das heißt, du hattest gar nicht so richtig zum Einklicken diese Schuhe und sowas in Schnickschnack. Das ist für mich sehr gefährlich, weil wenn du dich einklickst und dann stürzt, kommst du aus diesem Klicker nicht so schnell raus. Okay. Wenn du dich da verhakst, bleibst du in dem Fokus, also in der Statur drin. Genau. Du kommst da nicht raus. Und dann vielleicht vom Sattel springen ist nicht so schnell. So, und ich bin halt einmal gestürzt und weil ich halt nicht diesen Klickverschluss hatte und nicht diesen Flügel, konnte ich schnell vom Rad runterspringen und bin auf den Füßen gelandet und nicht auf die Schnauze geflogen. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist nicht das, was du gerade brauchst. Weil wenn du doch irgendwie vom LKW angefahren wirst, weil es eine blöde Situation gibt und der vielleicht das dich leicht streift, musst du irgendwie von dem Fahrrad springen können und dich abrollen können. Wenn du da irgendwo eingehakt bist mit irgendwelchen Schnallen, kommst du von dem Fahrrad nicht runter. Und dann fliegst du mit dem Fahrrad auf die Schnauze. Und wenn du Pech hast, landest du auf dem Kopf. Auch wenn du einen Helm hast, kannst du trotzdem Schaden kriegen. Ne? Und so kannst du halt noch abspringen und dich die Hände um den Kopf packen und dich noch vielleicht sogar schützen halt. Ne? So. Und das war, wo ich dann gesagt habe, ne, das ist mir dann doch zu gefährlich. So, Rennradfahrer benutzen das halt, aber die müssen ja auch stabil im Fuß, die dürfen da ja gar kein. Ich bin kein Rennradfahrer. Ich bin Tourist. So, ich muss nicht immer wieder vom Fahrrad draufbleiben und 100 Kilometer. Ich fahre 5 Kilometer, ja, dann setze ich mich hin, trinke meinen Kaffee. Ah, ja. So, und dann wieder klick, 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 wieder klick, klick. Nee, nochmal neue Schuhe anziehen und nochmal so. Neue Schuhe. Ich denke, viele überdenken das dann auch, weißt du, nehmen einfach jeglichen Schnickschnack mit und allem drum und dran, immer vorbereitet sein. Aber du hast einfach gemacht. Ich habe einfach. Gibt es irgendwelche so Tipps jetzt im Nachhinein, wo du jemandem sagen kannst, der das vielleicht anstrebt, hey, das könntest du jetzt im Vornherein schon mal so und so machen? Ein Fahrrad. Also, das Fahrrad ist wichtig. Das ist ja das Mittel, was dich ja vorwärts trägt. Und da solltest du nicht knauserig sein. Du solltest, wenn du so eine Tour machst, nicht mit so einem Magowski-Fahrrad für 200 Euro losfahren, weil da ist die Kette, das ist minderwertiges Material verarbeitet, das ist nicht robust genug. Wenn du sowas planst, dann musst du schon ein vernünftiges Rad haben, weil es sind nicht gerade mal 2 Tage Fahrradfahren, es sind 4 Monate, 5 Monate Fahrradfahren am Stück, jeden Tag. Das Equipment ist in dieser Hinsicht total wichtig. Und was wichtig ist, wenn du sowas planst, sportlich vorbereiten.
Wenn ich diese Vorbereitung, dieses tägliche Radfahren nicht gemacht hätte und mich dann einfach auf den Bock gesetzt hätte und losgefahren wäre, wäre ich am nächsten Tag umgedreht. Weil mir mein Arsch wehgetan hätte, meine Muskeln hätten geschmerzt, mein Rücken hätte geschmerzt. Ja. Das war das Wichtige, die Vorbereitung. Ein gutes Fahrrad und eine gute Vorbereitung war das Nonplusultra, dass ich diese Reise überhaupt bis dahin schaffen konnte. Weil sonst wäre ich nach 2 Tagen im Arsch gewesen, wirklich körperlich im Arsch, wenn ich mich nicht muskulaturmäßig und konditionell aufgebaut hätte dafür.